Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu meinem kleinen Kurs bzw. Video hier auf YouTube. Im letzten Video sind wir hier stehen geblieben bei diesem Gully. Wir haben einmal das High-Poly-Modell fertig modelliert und jetzt werden wir die Modifier noch aufmachen, bzw. wir werden nur ein Modifier raufmachen und das ist der Bevel-Modifier. Dann fangen wir gleich schon mal an. Wir gehen einmal Add Modifier, einmal Bevel Modifier. Und du siehst, irgendwas macht das schon, aber der macht es falsch. Deswegen gehen wir mal hier bei Limit auf Weight. Und Segmente machen wir mal auf 3. Und bei Amount gehen wir auf Punkt 02. So, dann einmal hier beim Outer gehen wir von Sharp auf Arc. Clamp Overlap machen wir aus und einmal Hard Normals an. Das sind dann die Standards Einstellungen, die ich hier habe. So, jetzt gehen wir einmal in den Edit Mode, gehen in den Edge Select Mode und hier oben bei Select gehen wir einmal auf Select Sharp Edges. Dann wählt es alle harten Kanten aus. Jetzt schauen wir mal, ob das alle genommen hat, aber müssen alle genommen sein. Sieht gut aus. Dann machen wir mal das Side-Panel auf mit der Taste N. Zoomen wir mal ran, hier an die Kante. Und jetzt bei Mean Bevel Weight ziehen wir mit gedrückter Shift-Taste ein bisschen hoch. Nicht zu viel, weil sonst bekommen wir da eben ein Problem mit dem... Also wenn ich jetzt ein bisschen weiter hochziehe, siehst du, bekommen wir hier ein Problem. Deswegen gehen wir noch ein bisschen runter. Apply mal All Transform. Ja, da hat sich nichts geändert. Ein bisschen könnte man theoretisch noch mal hochgehen. Das sieht man fast nicht. Das sieht doch nach einem guten Bevel aus. Jetzt müssen wir noch diese Probleme hier wegbekommen. Die haben wir, weil hier die zwei Punkte zu nah aneinander sind. Das kann man ganz einfach machen, indem wir den Punkt hier ein bisschen weiter wegziehen. Den ziehen wir noch ein bisschen raus. So, das ändert leider nichts. Dann müssen wir das ein bisschen anders machen. Wenn wir den direkt hier raufsetzen, dann verlieren wir aber... Nee, das ist egal. Dann setzen wir den direkt drauf, wählen alles an bei Distance. Jetzt haben wir aber hier den Bevel verloren. Deswegen nehme ich einmal den Bevel, wo er noch drauf ist, kopiere den mit Steuerung C und setze den hier rein mit Steuerung V. Na, was ist da jetzt? Schauen wir nochmal, ob da irgendwas darunter ist. Das kommt, glaube ich, von der Kante da. So, jetzt habe ich es. Muss ein bisschen rumprobieren, aber sollte eigentlich so passen. Dann habe ich gesehen, da unten haben wir noch einen Fehler drin. Also gleiches Problem. Wir haben hier die Vertices, die viel zu nah aneinander sind. Deswegen mit Doppel-G. Oh, ich mache mal Screencast-Keys an. So. Mit Doppel-G kannst du die mal ein bisschen rübersliden. Und schon passt es wieder. Da ist das gleiche Problem. So, den machen wir ein bisschen hoch. Ein bisschen seitlicher. Die ein bisschen hoch. Einfach ein bisschen rumprobieren, bis du den Fehler weg hast. Der ist ein bisschen hartnäckig. Wenn wir den ein bisschen runtersetzen. Machen wir den Bevel mal ein bisschen kleiner. An denen hier, würde ich sagen. So, dann wählen wir einmal den kompletten Cut aus. Hier das gleiche. Weil da haben wir auch das Problem, das haben wir jetzt bei jedem. Die Unterseite natürlich nicht vergessen.
So, dann haben wir alle. Dann einmal das Sidepanel auf. Und da gehen wir. Ups, das ist das Falsche. War das jetzt? Da ist es doch. Da gehen wir am besten auf 0.05. Ja, das macht's auch weg. Ja, nicht ganz. So, 0.03. Müssen wir ein bisschen runtergehen mit dem. Dann ist es da ein bisschen. Ja, ich weiß nicht. Das gefällt mir nicht, wenn da verschiedene Bevel drauf sind. Was sagt ihr dazu? Das ist jetzt eine designtechnische Frage. Aber ich glaube, also man sieht es sowieso ein bisschen von weiter weg. Der Bevel, der gefällt mir ganz gut. Den haben wir gar gut reingesetzt. Nur aber da. Machen wir es anders. Ne, das gefällt mir nicht. Sliden wir die mal hoch. Das gleiche da auch. Jetzt habe ich es. Siehst du, ab und zu ist das echt ein bisschen rumprobieren. So, Slime hoch. Die weiter hoch. Das machen wir jetzt bei jedem. Ich glaube, ich werde dann ein. Ups, das weiß ich jetzt nicht. Einmal da. Ich glaube, ich werde da eine Beschleunigung reinmachen, also ein Speed, damit das Video nicht zu lang wird. Das mache ich mal. Dann sehen wir uns einfach später, wenn ich die hier fertig gemacht habe. Nur zur Erinnerung nochmal, ich slide den hier auf der X-Achse ein bisschen rüber. So, dann bin ich wieder da. Wir haben jetzt hier die Probleme gelöst. Bevel sieht gut aus. Was wir jetzt noch machen, ist einmal da den Bevel drauf machen. Das gleiche Spiel wie vorhin. Einmal den Bevel Modifier rein. Limit gehen wir auf Weight. Auf 3 Segmente. Punkt 02 im Amount. Outer gehen wir auf Arc. Clamp Overlap aus. Und Shading auf Harden Normals. Dann gehen wir in Edit Mode, Edge Select, bei Select gehen wir auf Select Sharp Edges. Die andere Seite haben wir ja. Und dann ziehen wir den einfach hoch. Ich würde den gleichen Bevel machen, deswegen einmal STRG-V, weil wir ihn ja noch gespeichert haben. Und schon haben wir's. Jetzt fehlt uns noch hier das Innenobjekt. So, da ist es relativ einfach. Da gehen wir auch schon mal auf Sharp Edges. Den Bevel Modifier rein. Segment auf 3. Punkt 02 Amount. Limit auf Weight. Arc. Clamp Overlap aus.
und Shading auf Hard Normals. Klappe ich wieder zu und jetzt ziehen wir den hoch. Hier haben wir wieder ein Shading-Problem, das versuchen wir jetzt zu resolven. Da gehe ich davon aus, dass hier das Problem ist und da ein bisschen und schon ist es weg. Die Unterseite haben wir noch. Da ist es. Den ziehen wir ein bisschen in die Richtung, den ziehen wir ein bisschen in die Richtung und schon passt. So einfach geht's. Das Gully-Objekt bzw. das High-Poly-Gully-Objekt Nummer 1, langer Name, ist soweit fertig. Wir müssen noch die Schrift drauf machen. Also wenn ich jetzt einmal das wieder entheide, dann haben wir, ja gut, da haben wir es auch. Dann haben wir hier die Schrift noch drauf, die müssen wir noch drauf machen. Und diese Details hier, glaube ich, werde ich im Substance Painter machen. Im Substance Painter oder direkt hier mit dem Bake. Ich weiß nicht, ich muss noch überlegen, wie ich das am besten mache. Ich glaube, ich mache sie hier. Aber zuerst machen wir mal die Schrift. Das ist am wichtigsten. So, gut. Dann machen wir mal die Schrift. Das kannst du einerseits machen, indem du modellierst. Das heißt, du machst eine Plane rein mit Shift A. Nimmst die Punkte und setzt sie hier halt so an, wie sie hier sind. Dann hast du hier die genaue Schriftart. Oder was du machen kannst, ist einmal Shift A, Text. Dann hast du hier einen Text, gehst in den Edit Mode und kannst ganz normal schreiben. So, ich schreibe schon mal das erste Wort, Hauraton. So, scale das kleiner und setze das hier mal an. So, sieht doch gut aus. Dann gehen wir ein bisschen weiter und jetzt schreiben wir das nächste. So, dann adden wir nochmal einen Text. Da machen wir dann das hier. Das ist einmal. So. Das ist eine Methode, das zu machen, und die andere ist, wie gesagt, du modellierst das alles schön nach. Hier haben wir noch zwei Balken. Die machen wir, indem wir einmal Add Mesh Plane machen, so eine kleine Plane reinmachen. Das gehen wir ein bisschen kleiner. Alles anwählen, nochmal ein bisschen kleiner. So, jetzt kann man es ja einmal nach oben kopieren. So. Gut, das nehmen wir jetzt mal alles. Setzen das ein bisschen höher. Ich würde sagen, auf den Punkt drauf. Und gehen da einfach einmal darunter, was es sein sollte. Oh, wo ist denn jetzt hin? Achso, die sitzt ja genau drauf. Machen wir nochmal ein bisschen höher, damit wir ungefähr sehen, wo sie ist. So, wir wählen die an. Wenn du damit zufrieden bist, kannst du einmal auf Convert to gehen, beziehungsweise Convert gibst du ein und da gehst du jetzt von Convert to Mesh from Curve und jetzt hast du aus dem Text ein Mesh gemacht. Das wurde sehr, sehr gut umgewandelt, muss ich sagen, also echt Schwachsinn, was da passiert ist, aber das kann man dann lösen. Das gleiche machen wir nochmal hier. So. Dann würde ich sagen, wir gehen mit den beiden einmal in den Local View und dann arbeiten wir daran. Wie ich das gerne mache, ich wähle einmal die Faces an
Beziehungsweise, nee, das kann man nicht machen. Gehen wir mal in Top View rein. So, wenn wir alles anwählen, Delete Only Faces. Dann haben wir die schon mal weg. Und dann wählen wir einmal noch die ganzen Edges aus, die wir nicht haben wollen. So, und da jetzt Delete Edges. Und schon haben wir das Haar alleine. Das machen wir jetzt bei jedem Buchstaben. Wenn wir das eben nicht so machen, beziehungsweise wenn wir das so lassen, bekommen wir eventuell ein Problem mit dem Bevel Modifier. Falls du dir dachtest, dass du das gerne so lassen möchtest. Wenn du den Bevel Modifier schön applyen möchtest, beziehungsweise wenn es schön aussehen sollte, dann schlage ich vor, du machst das auch so. Ist zwar ein bisschen Arbeit, aber am Ende lohnt sich's. So, die mache ich noch weg. Das lasse ich drin, weil da ist sowieso Abschluss. Hier können wir auch noch einen Abschluss machen. Dann gehen wir zum nächsten über. So, dann haben wir hier mal alle gemacht. Jetzt gehe ich in den Vertex Mode und jetzt schauen wir mal, wie wir das am besten verbinden. Hier machen wir mal einen Cut rein. Dann bin ich ein Freund davon, wenn hier schöne Quads drin sind. Deswegen mache ich einmal mit der Taste, also ich wähle die zwei an, Taste W, Subdivide und setze den Punkt hier an. Und die kann ich jetzt miteinander verbinden. Den habe ich jetzt falsch verbunden, oder? Ne, der passt. So, einmal nach oben und einmal nach unten. So, dann machen wir da noch ein Fill draus. Den setze ich auf die gleiche Höhe an. Den mache ich hier rein. Und jetzt schauen wir mal. Da haben wir einmal 25 Vertices und da haben wir auch 25, das heißt, es würde aufgehen. Wir wählen einfach an und dann drücken wir mal die F-Taste, solange bis es voll ist. Ist schön aufgegangen, perfekt. Dann schauen wir uns das Ganze hier an. 25 und 25, das passt auch, das geht sich auch gut aus. So, dann will ich da einen Punkt, ich nehme einmal den unteren und grab den hoch. Dann nehme ich noch einen. Filmen einmal da. So, wie viel haben wir da jetzt drin? 37. Und da haben wir 38. Das heißt, wir müssen einen Punkt einmal wegmachen. Den slide ich mal hoch. Und jetzt schauen wir mal, wie weit wir kommen. So, perfekt. Dann nehme ich noch einen Punkt, setze den da an. Also du siehst, was ich mache. Ich versuche so gerade wie möglich die Cuts zu machen, beziehungsweise nicht die Cuts, die Faces. So, füllen wir mal die, schauen wir, wie viele Punkte wir da haben. 22, siehst du da unten.
Da haben wir 25. Das heißt, wir müssen drei Stück wegmachen. Das lade ich einmal da hoch, da hoch, da hoch. Wähle die zwei an und dann fülle ich einmal rein. So, dann mache ich da einmal runter. Da haben wir wieder das gleiche Problem. Wir wählen die zwei an, drücken die W-Taste, Subdivide. Den Punkt setze ich da an. Die 2, Subdivide. Dann da. Und einmal die F-Taste. Ups, da nicht. Da. Dann schauen wir. 25 und 25. Perfekt. So, und ich gehe jetzt komplett durch, bis ich auf der anderen Seite bin. So, hier haben wir eine kleine Besonderheit, und zwar das R hat hier noch eine Rundung drin, die will ich nicht haben. Das heißt, die wähle ich mal an, die Punkte, und gehe auf Dissolve Vertices. Dann haben wir die mal ein bisschen weggemacht. Dann müssen wir schauen, wie wir das hier machen, in dem Bereich, aber ich denke, ich werde da mal... Gute Frage, wie ich das machen werde. Ich würde mal, schauen wir mal, dann mal die Punkte anwählen. Sind 26. Das sind auch genau 26. Ja, probieren wir mal runter. Bis dahin. Dann schauen wir da. 14. 12, 13, 14. Ob das gut geht, weiß ich nicht. Eher nicht. Nein. Da müssen wir halt ein Dreieck draus machen. Den dissolven wir und dann können wir da wieder zumachen. So, dann haben wir einmal noch die hier. Und ich mache mal mit dem Schnelldurchlauf weiter. So, dann sind wir fertig. Einmal zurück in den normalen Mode, Worldview. Du siehst, die Phases sind noch ein bisschen falsch kalkuliert. Da gehen wir einmal in den Edit Mode, wählen alles an. Spacebar, Recalculate Outside erstmal. Ja, hat nichts viel gebracht. Dann gehen wir auf Inside. Okay, da macht er jetzt trotzdem noch Probleme. Wir wählen einmal die Phases an. Die Probleme machen, das sind einmal die dunklen, einmal Steuerung Link, also Steuerung L für Steuerung Link. Jetzt, Inside war's. Gut, dann haben wir das gemacht. Wir nehmen einmal die Objekte, beziehungsweise die zwei können wir mal joinen. Die drei können wir joinen.
Und da machen wir jetzt mal einen Mirror Modifier rauf. Gehen auf die Y-Achse. Na, das ist aber verkehrt rum. Gehen wir mal auf Y-Flip. Ne, das geht auch nicht. Da müssen wir es manuell machen. Weil ich wollte das eigentlich, also die ziehen wir hoch. Müssen das aber gedreht haben. Das heißt, das ist einmal die Unterseite. Beziehungsweise gehen wir mal alles hoch. Achso, der Mittelpunkt muss noch in die Mitte rein. Wir wählen einmal das Objekt an. Drücken Alt Transform. So, jetzt können wir mit allem hochgehen. Wir müssen das aber noch drehen. Da machen wir mal Scale Taste S Y minus 1. Ja, das macht er komisch. Dann gehen wir einmal auf Medium Point, schauen, ob er das jetzt macht. S Y minus 1. Ne, machen wir auch nicht richtig. Dann drehen wir das einfach so. Ganz einfach um 180 Grad. Setzen das da an, wo es sein sollte. Da machen wir jetzt den Mirror Modifier an. Da ist eben das Problem vom Mirror Modifier. So sollte das eben nicht sein. Dieser Teil müsste eigentlich da sein und komplett gedreht. Deswegen sagte ich vorhin ja, den Mirror Modifier können wir da nicht benutzen. Da müssen wir das einmal manuell machen. Wir drücken einmal die Shift-D-Taste, grappen das auf der Y-Achse einmal runter, rotieren das um 180 Grad, wählen einmal hier den Punkt an, den äußersten, gehen da auf Active Element und jetzt drücken wir einmal die G-Taste, Y-Taste und Steuerungstaste und gehen hier zu dem Punkt und dann die linke Maustaste. Dann haben wir es schön auf einer Linie. So, damit du auch ein bisschen Details drin hast, geh mal in den Edit Mode, wählen alles an und extrude das ganz leicht hoch, nachdem wir es mal unten aufgesetzt haben. Das heißt, wir drücken einmal GZ und mit Steuerung-Taste können wir es hier auf den Boden rauf machen. Und jetzt mit der Extrude-Taste einmal gerade hoch. Minimal. So, das reicht schon. Das gleiche, was wir vorhin gemacht haben mit dem Hauptobjekt, müssen wir hier auch machen. Einmal den Bevel Modifier an, Segmente auf 3, Punkt 02, Limit Methode auf Weight. Dieses Wort, das werde ich niemals aussprechen können, ich weiß auch nicht warum. Sorry, falls ich es falsch ausspreche. Wir gehen einmal auf Arc bei Outer, dann Clamp Overlap aus Hard Normals an. Hier siehst du Enable Auto Smooth, haben wir noch nicht gemacht, deswegen einmal die Q-Taste, einmal Shade Smooth und dann gehen wir hier auf den Punkt auf Auto Smooth. So, dann scannen wir ein bisschen ran, beziehungsweise zoomen wir ein bisschen ran, gehen in den Edge Mode, Select Sharp Edges. Im Side Panel können wir wieder unser Mean Bevel Weight rauf machen, mal Punkt 06, das ist zu viel. Ja, siehst du, hier ist es zu viel. Deswegen regeln wir den runter. Reicht schon. So, und schon haben wir unser High-Poly-Modell erstellt. Mit allen drum und dran. Hier räumen wir noch ein bisschen auf. Da machen wir zu. Da haben wir einmal die drei. Die move wir mal in das High. Das heißt, aktuell noch ausgeschaltet. Warum das in der Referenz drin ist, weiß ich nicht. Das move wir auch in High rein. So, den Cube, den können wir löschen, den brauchen wir nicht. Und schon haben wir unser High-Poly-Modell fertig. Wie wir jetzt unser Low-Poly-Modell draus machen, das zeige ich dir jetzt. Und zwar, wir wählen alles an. Mit Shift-D duplizieren wir das. Jetzt haben wir den Hintergrund auch dupliziert. Deswegen sage ich ja, ich mache mal rückgängig. Deswegen sage ich ja, die Collection ist gut, aber die müssen wir halt auch ausmachen. Sonst machen wir da auch noch ein Duplikat raus. Also alles anwählen, Shift-D, haben wir dupliziert. So, siehst du. Das move wir jetzt in eine New Collection, also neue Kollektion. Einmal die Kollektion Low.
Dann haben wir die hier gemacht. Die High Collection, die, die blenden wir aus, die brauchen wir jetzt mal nicht. Und in der Low Collection müssen wir jetzt entscheiden, was wir alles baken. Und zwar, das wird ein Detail, was gebaked wird, deswegen einmal weg damit. Und den Rest kann man hier eigentlich lassen. Hier ist nicht viel wegzumachen. Wie du das jetzt am besten machst, ist dir überlassen. Es kommt auf deinen Einsatz vom Objekt an. Das heißt, wenn du das Objekt benutzt, wo man die Unterseite auch sieht, dann musst du hier die Unterseite drin lassen. Wenn du die nur auf flach auf den Boden rauflegst, also sagen wir mal so, ich hätte mal eine Plane, sagen wir, das ist der Boden, also Boden, so, dann machen wir mal da schnell einen Cut rein und da ein. Ich zeig dir gleich, wie ich das meinte. So, dann duplizieren wir mal das auf die Seite und das auf die Seite. So, sagen wir mal, das ist unser Boden, okay? Und du hast dieses Objekt nur auf dem Boden. Du hast es sonst nirgendwo anders in deiner Szene oder irgendwas, wo man, wo man die Unterseite sieht. Dann kannst du die Unterseite löschen. Das heißt, du gehst in dein Objekt rein, machst am besten so, Side View. Wer ist die komplette, warte, wo ist es? Bin ich in? Ach, da ist es. So, wählst einmal die komplette Unterseite an, gehst in den Face Mode und hier kannst du jetzt alle Faces löschen. Das hat mit der Oberseite nichts zu tun. Die Unterseite ist damit gelöscht. Das heißt, du sparst dir an Rechenleistung, du sparst dir an Vertices, du sparst dir an Faces. Aber hat halt den Nachteil, du kannst das Objekt nirgendwo sonst benutzen, außer halt auf dem Boden. Genau. Wir lassen das jetzt noch drin, weil ich benutze das eben nicht in, der, in einer Game Engine oder sonst was. Ich benutze es als auf Sketchfab, wo die Leute das auch von unten anschauen können. Deswegen bleibt das mal drin. Gut. Dann fangen wir mal mit dem einfachsten an. Wir nehmen einmal die Seiten, gehen vom Bevel statt 3 Segmente, gehen wir auf 1 zurück. Das machen wir jetzt bei jedem. So. Wenn du jetzt schon schaust, vom High-Poly-Modell, da haben wir ja, 39.900 Vertices. Im Low-Poly-Modell sind es plötzlich nur noch 7.000. Obwohl wir eigentlich nur die Segmente runtergemacht haben und die Schrift weggemacht haben. So, dann wollen wir das aber weiterhin reduzieren. Hier können wir es nicht reduzieren, weil hier sind einfach nur 4 Kanten, die können wir nicht wegmachen. Hier in der Mitte können wir es reduzieren, bei denen können wir es reduzieren. Unser Ziel ist es jetzt, einmal die nicht benötigten Kanten zu löschen, ohne dass das Objekt verpixelt bzw. kantig aussieht. Das heißt, hier haben wir ja schon angefangen. Hier können wir die mal löschen. Die haben keinen Bezug auf gar nichts. Höchstens ein bisschen die Rundung unterstützen sie, aber auch nur minimal. Das heißt, Delete, ups, Dissolve Edges. Wenn du jetzt schaust, der Unterschied von da auf da ist nicht viel. Also die kannst du rücklöschen. Dann haben wir hier halt wieder das Problem, einmal zurückziehen. Vermutlich unten auch nochmal, ja. So. Dann schauen wir uns das hier an, das ist jetzt ein bisschen anders. Da nehmen wir mal jeden zweiten. Ja, ändert sich auch nichts. Okay, perfekt. Hier wird es mir jetzt schon ein bisschen zu, ups, ein bisschen zu kantig, siehst du? Ist mir ein bisschen zu kantig. Hier ist es nur okay. Deswegen mache ich die nochmal rein. So, würde ich dann so lassen. Dann gehen wir wieder raus. Den haben wir fertig. Und jetzt kommen wir zum unserem Hauptobjekt. Die können wir wegmachen. Die haben Bezug auf gar nichts.
Obwohl, nee, die lassen wir mal drin, weil die unterstützen die Rundung. Wir machen einmal hier jeden zweiten. Geht sich schön aus. Einmal Delete. Ja, die Rundung ist noch okay. Die wird dann sowieso überspielt vom Bevel, vom Gebäckten. Dann schauen wir uns das hier an. Hier nehmen wir auch jeden zweiten. Ja, sieht gut aus, wenn wir hier einen zweiten nehmen. Löschen den kompletten Loop hier rüber, auch die Unterseite. Ups, ne, da nicht. Was können wir noch löschen? Schauen wir uns das hier mal an. Die braucht man nicht. Dann nehmen wir mal den an, den brauchen wir auch nicht. Der sieht auch sinnlos aus. Da ist das Gleiche. So, hier haben wir ganz was Komisches. Deswegen grabben wir das mal alles hier hoch. Was ich eben gerne mache, ist einmal zuerst die Oberseite, so einmal auf bei Distance. Also ich mache zuerst die Oberseite und dann können wir eigentlich die Oberseite runterkopieren, beziehungsweise wenn wir einen Mirror Modifier auf der Z-Achse einschalten, also hier einen Loop Cut reinsetzen, die Unterseite löschen, haben wir theoretisch nur die Oberseite drin, genau. Ja, dann machen wir das so. Hier müssen wir halt nochmal unsere Edges auswählen. Clipping, da ist das schon an. Und einmal auf der Z-Achse runter extruden. Ups, das macht er jetzt falsch, weil... Ja, wir müssen einmal in den Edge-Mode gehen und da die Loops auswählen. Beziehungsweise diese... Vertices, sonst macht das eben falsch. Also Extrude auf der Z-Achse, einmal runter. So, hier haben wir einen Fehler drin, das ist einmal, weil, wenn du schaust, hier haben wir einen Bevel drin, deswegen Sidepanel auf, Bevel raus. So, schauen wir mal, ne, in der Innenseite haben wir nichts, das passt. Gut, dann geht's einmal weiter. Das hier slide ich mal komplett, ups, mit dem komplett hier rüber. Ne, warte, das machen wir nicht. Einmal Dissolve Edges und da jetzt hier rüber. Ja, da haben wir den Bevel rausgenommen, das dachte ich mir. Ich kopiere den mal und setze ihn hier ein. So, was kann man noch weitermachen? Einmal die hier könnte man theoretisch, nehmen wir mal darüber. Das gefällt mir noch nicht, wenn die so einfach so rum schweben. Deswegen machen wir Scale Y auf 0. Ich will, dass die schön gerade sind. So,
alles auf eine Höhe setzen. Ich weiß nicht, da habe ich ein bisschen einen Tick. Das muss alles schön auf einer Linie sein. Ja, das kann mir auch trotzdem nicht, wenn die hier so rumschweben. Ja, join mal die mal miteinander. Und da einmal die K-Taste, wie vorhin, C-Taste und einmal rein. Und hier machen wir einfach den Anschluss auf die Kante, wenn die keinen Fehler ausspuckt. Ne, das passt. So, dann haben wir einmal das hier, slide mal hoch. So, was können wir da noch Schönes machen? Ich bin gerade mal überlegen, ob wir die hier rüber machen, aber das sieht dann blöd aus. Behalten wir das mal so. Naja gut, wir sind ja von 3000, von 7000 sind wir jetzt auf 4000 runter. Die könnte man theoretisch noch weiter reduzieren, aber ich weiß nicht, sonst wird es mir ein bisschen zu kantig. Naja, die machen wir mal ein bisschen höher. Oder könnte man die direkt hier rauf machen? Will man auch schon was sparen. Ja, grab mal die mal direkt hier hoch. Hier haben wir eine kleine Besonderheit, da machen wir einmal, ich würde die gerne hier reinmachen, aber das geht nicht gut, machen wir mal die hier. Hier haben wir jetzt wohl, ja, da ist der einzige Platz, wo wir den Böffel rausgenommen haben. So, wieder reinnehmen. So, was ist denn da passiert? Da haben wir innen drin nicht runter gemacht. Clipping ist noch an, einmal auf Z runter extruden, einmal den Bevel rausnehmen, die haben wir vergessen, einmal auf Z runter extruden, einmal Bevel raus. Alles anwählen bei Distance, damit der Header-Punkt aufgeschlossen wird. Und schon haben wir unser Low-Poly-Modell erstellt. Gut, wie gesagt, du könntest theoretisch hier noch welche wegnehmen, beziehungsweise das noch ein bisschen reduzieren. Aber wenn wir das machen würden, also sagen wir mal so. Ne, warte, da müssen wir bei dieser Kante anfangen. Ja, müssen wir da anfangen. Einmal da, einmal da, einmal da. Wenn wir das machen würden, wäre das ja halt ziemlich edgy, beziehungsweise ziemlich kantig. Das ist mir fast nicht wert, um ehrlich zu sein. Also ich lasse sie am liebsten noch drin. Im Zweifelsfall ein bisschen mehr drin lassen, als wie zu viel wegnehmen. Aber die können wir theoretisch, glaube ich, wegmachen. Mal schauen, wie das dann aussieht. So, einmal Dissolve. Einmal wieder rein. Einmal Dissolve. Ups. Ja, sieht man keinen großen Unterschied. Ich lasse mal drin. Aber gut, wir haben unser Low-Poly-Modell erstellt. Jetzt gehen wir noch schnell in das Erstellen der UV-Map, das heißt, wir gehen einmal hier oben auf die Sidebar, beziehungsweise wo die Sidebar rauskommt, ziehen das einmal rüber, so, einmal das Fenster rüberziehen. In diesem Fenster mache ich immer mein UV-Layout an, das heißt UV-Editor. So, einmal speichern. Ich drücke einmal auf New, gehe hier auf mal, also wenn du das machen willst, gehst du einmal, du drückst hier die linke Maustaste und dragst sie einmal runter, dann siehst du ja, es wird, ups, jetzt habe ich es falsch gemacht, du siehst ja hier, der Hintergrund wird leicht dünkler, das heißt, du hast einmal die komplette Auswahl, also beide, und dann machst du einfach nur mal 4,
also 1024x4, also 4K und Enter. Dann hast du hier 4K eingestellt. Bei Generated Type gehst du auf UV Grid und auf OK. So. Viel Platz für so wenig Details. Gut. Damit wir das hier auch sehen, gehen wir einmal auf unser Material Tab. Gehen hier auf New. Nennen das, keine Ahnung, UV Test. Ups, UV Test Grid. Wichtig ist, dass du unter Render Engine auf Cycles gehst. Wir machen noch GPU Compute. So, dann kannst du eigentlich schon starten. Also wir haben jetzt unser Material erstellt. Wir wechseln hier nochmal schnell und zu unserem Shader Editor. Wählen die einmal ab, also standardmäßig sind die angewählt. Du drückst einmal hier irgendwo hin. Dann drückst du die Shift-A-Taste. Dann kommt dein Search aus, also gehst auf Search rein. Und hier gibst du jetzt Image für Image Texture an. So, setz mal hier hin. Den gelben Punkt Color verbinden wir einmal mit dem Base Color. Und hier wählen wir nicht, gehen wir nicht auf Open, nicht auf New, sondern auf den hier. Und wählen unser Untitled aus, wo wir leider keinen Titel gegeben haben. Beziehungsweise ich habe eben keinen Titel gegeben. Und das war's schon. Damit du das hier siehst, gehst du einmal auf diesen Shader und schon wird es hier angezeigt. Zwar komplett falsch, aber das liegt daran, weil wir noch nicht die UV-Map gelegt haben. Deswegen gehen wir auf UV-Editor, einmal in den Edit-Mode, ich gehe mal in Local rein. So, also, jetzt müssen wir die Schnitte setzen, das heißt, wir setzen die Seams. Das hier ist alles ein Objekt noch, deswegen halt das im Hintergrund. Wir werden einmal die Kanten bzw. die Schnitte so setzen, dass sie relativ versteckt sind. Das machen wir am besten. Ich glaube, hier die Unterseite machen wir mal Cut rein. Da machen wir einen da und da. Also die wählen wir mal an. Dann drücken wir die Steuerung E-Taste und da gehen wir jetzt auf Mark 7. Dann siehst du, es wurde rot. Jetzt wählen wir alles an. Dann siehst du hier unsere Selection. Hier oben gehen wir auf Synchronization. Dann, je nachdem, was wir ausgewählt haben, wird hier noch synchronisiert. Wir drücken bzw. öffnen einmal das Side Panel, gehen auf View, Overlay und hier das Stretching. Machen wir auch an. Ist wichtig, dass wir das sehen. Jetzt wählen wir alles an. Dann drücken wir die U-Taste und dann auf Unwrap. Und schon mal noch das Ganze unwrapped. Was das hier ist, frage ich mich gerade auch. Ach so, wir haben den hier geteilt. Okay. Die Kante, die will ich nicht cutten. Das heißt, wir gehen einmal auf Steuerung E und Clear Seam. Jetzt haben wir den Seam wieder weggemacht, wählen alles an, U-Taste, Unwrap und es ist alles wieder ganz. So, dann gehen wir wieder raus. Du siehst auch, die Kästchen sind alle schön. Schön gerade. Keine Verzerrungen, gar nichts. Wenn du das hier siehst, das ist nur, weil das Seam hier drin ist. Und dann machen wir mal das Hauptobjekt. So, das ist jetzt ein bisschen anspruchsvoller. Aber im Grunde, ich will die Oberseiten hier einmal ausschneiden. Das heißt, ich wähle die an. So, einmal alle anwählen, auch das hier und das hier. Dann die nicht vergessen. So, einmal Steuerung E, Mark 7. Alles anwählen, U für Unwrap und das sieht schon ein bisschen besser aus, nicht die Masse, aber ein bisschen. Vergiss nicht, wenn der Mirror Modifier applied wird, haben wir hier eine geschlossene Fläche, das heißt, es sieht nicht mehr so aus wie gerade.
Deswegen müssen wir hier drinnen irgendwo noch ein Seam setzen. Ich würde den jeweils da setzen, weil wenn wir den eben hier irgendwo setzen, könnte es sein, dass wir uns die Rundung ein bisschen kaputt machen. Hier sieht es keiner, deswegen einmal die Kanten anwählen. So, und da nochmal. Steuerung E, Maxi. Alles anwählen, unwrap. Es hat sich nichts verändert, aber wenn ich, also ich zeige es dir jetzt, wie ich das eigentlich meine. Wir applyen mal, nicht den Bevel Modifier, den Mirror Modifier, den applyen wir mal. Und jetzt haben wir plötzlich alles als Objekt. Wir wählen mal alles an, U und Wrap. Und jetzt kommt wieder ein komplettes Chaos raus. Das hier sind die Teile, die wir vorhin geteilt haben. Also die hier. Wenn ich den Seam hier wieder wegnehme, alles unwrappe nochmal, dann siehst du, würde es so rauskommen. Merkt ihr eins, umso blauer es ist, umso weniger ist es verzerrt, umso grüner es wird, beziehungsweise umso roter es wird, umso verzerrter wird es. Warte, ich zeig's dir mal. Hier wird's gelb. Ja, siehst du jetzt was richtig verzerrt? Genau, das ist eigentlich die ganze Sache dahinter über ein Stretching. Ach, da haben wir ein rotes. Das heißt, hier haben wir mega Verzerrung drin. Das müssen wir dann alles einmal resolven. Das machen wir jetzt mal schnell. Wir gehen einmal da nochmal rein, machen uns ein Seam nochmal. Dann wrap ich nochmal alles, damit das mal passt. Was ich dann gerne mache, ich wähle mal unsere ganzen Objekte an, also die wir schon fertig haben. Eine Steuerung L-Taste für Link und die hide ich jetzt mal, also die verstecke ich. So, hier drinnen haben wir noch einen Cut irgendwo vergessen, vermute ich mal. Weil sonst wäre das. Ach, da oben ist es. Ja, da müssen wir noch einen Cut setzen. Also die hier können wir mal getrost löschen, weil das sind einfach nur die Mittelpunkte des Mirror Modifiers gewesen. Deswegen können wir die auswählen, einmal Dissolve Edges. So, dann machen wir einmal da einen Cut rein, alles anwählen, unwrap. Wo ist er? Da. Das halte ich mal. Jetzt haben wir praktisch noch die Seite, die Unter- und die Oberseite. Hier die Edges vom Mirror Modifier, die lösche ich, wie gesagt. Die brauchen wir nicht. Einmal die Hälfte noch weg. Und jetzt müssen wir das einmal noch sinnvoll schneiden. Ich würde mal sagen, wir fangen auf einer Seite an, schneiden hier mal runter. Ich bin gerade beim Überlegen, ob ich die Seitenteile trenne voneinander, von der Ober- und Unterseite. Ich glaube ja. Falls du dir denkst, warum du hier nur weiß siehst und unser Material nicht mit dem UV-Layout, das ist deswegen, weil wir hier bei diesem Objekt kein Material assigned haben. Da gehst du einfach auf Browse und legst das rein. Dann siehst du es auch wieder. Das ist es komplett richtig blöd. So, dann wählen wir einmal die Kanten an. Das separieren wir mal. Hier haben wir den Cut falsch gesetzt. So, da musst du immer aufpassen. Da auch. Da sucht sich eben immer den kürzesten Weg und das ist manchmal nicht der richtige. So, dann wählen wir die noch an. Haben wir Maxim. Da machen wir weg. Natürlich hier auf dieser Seite auch noch. So, alles anwählen, UV und Wrap. Sieht schon mal ein bisschen besser aus, die Oberseite. Das gleiche machen wir auf der Unterseite, diesmal richtig. Ja, richtig habe ich gesagt. So. Dann bauen wir da noch einen Cut rein.
So, alles, beziehungsweise Maxim, alles anwählen, UV und Wrap. Jetzt haben wir unsere beiden Ober- und Unterteile mal getrennt voneinander. Die hide ich mal. Jetzt haben wir eigentlich nur noch unsere Seiten. Und die würde ich jetzt auch einmal trennen, hier an der Kante. Ebenfalls, beziehungsweise immer seitenspiegelverkehrt. Damit wir hier schöne Gerade haben. Alles wieder holen, alles anwählen, UV und Wrap. Und schon haben wir das gemacht. Es sind einiges an Cuts, die wir jetzt gemacht haben. Du kannst es theoretisch auch anders machen. Das zeige ich dir auch noch. Du hast hauptsächlich hier das Problem. Also bei diesen Innenflächen. Wenn du alles aus einem Cut machen möchtest, dann machst du einfach hier einen Cut rein. Das passt. Und den Rest machst du weg. Das heißt einmal die weg. Ich glaube, das ist sogar sinnvoller, wenn wir das so machen, weil dann sparen wir uns einiges an Seams. So, die wählen wir noch an. Da müssen wir einen Cut reinmachen. So, wählen wir alles an. Siehst du? Dann haben wir hier drin das Problem nicht. Und wir haben hier alles eine Fläche. Das gleiche mache ich nochmal auf dieser Seite. So, Clear Seam, die wähle ich an, die schneide ich raus. Mark Seam. Okay, da haben wir jetzt einen kleinen Fehler gemacht irgendwo. Und zwar, ja klar, natürlich, wir haben ja hier alles noch zusammen, da braucht man eine Unterseite. Also einmal ein bisschen rückgängig machen. So. Die Unterseite, die behalte ich. Deswegen machen wir mal weg und nur oben den Seam rein. So, da noch einen Seam rein und alles anwählen, unwrap. Hier haben wir noch einen Fehler. Müssen wir schauen, woran das liegt. Ach, da haben wir es nicht rausgecuttet. So, einmal Maxim, alles anwählen, unwrap. Sehr gut. Da das aber so eine Verschwendung von Platz ist, wähle ich einmal die noch an. Schauen wir die kurz mal an. Okay, die sind da. Da mache ich mal ein Seam rein. Schauen wir, was da ist. Okay. Das wäre mal an. Dann können wir das eben größer skalieren. Aber jetzt haben wir die halt lose und dann schauen wir, ob wir die irgendwie noch verbinden können. Mein erster Gedanke wäre jetzt gewesen, hier die Seams mal rauszunehmen. Schauen wir mal, wie das aussieht. Naja, das sieht nicht gut aus. Deswegen. Ja, die müssen wir fast zwingend trennen. Da ist eben das Problem, weil das so eine Innenseite ist. Deswegen ist es ein bisschen schwierig, die zusammenzulassen. Aber lassen wir die mal so. Gut, dann haben wir das einmal erledigt. Dann fehlt uns nur noch das Objekt. Da gehen wir auch einmal UV Test Grid. Einmal Local View. Schauen wir, was wir hier alles machen können. Theoretisch, das ist ein recht einfaches Objekt. Wir wählen einfach die Kanten an. Die Oberseiten auch. Maxim. Dann wählen wir einmal die an und alles unwrappen. Machen wir nochmal schnell den Mirror Modifier aus, beziehungsweise apply mal alles. Jetzt können wir es unwrappen. Und schon war es das mit dem Objekt. Das ist, wie gesagt, relativ schnell gemacht. Hier machen wir das gleiche, apply den Mirror Modifier. So, und die haben wir auch schon. Die können wir einmal löschen, die Kanten, die brauchen wir nicht. Da habe ich es noch nicht mal nachgeschaut. So, das müsste. Ah, jetzt habe ich genau da den. Okay. Da habe ich jetzt genau den Seam gelegt. Warum der auf 2 ist, keine Ahnung. Brauchen wir eigentlich nicht. Und da nochmal den weg. So, jetzt sieht es besser aus. Okay, das war's.
Unwrapped haben wir sie. Jetzt wählen wir nochmal alles an. Gehen in den Edit Mode, wählen alles an, Unwrap. Jetzt müssen wir entscheiden, welches die Flächen sind, wo wir viel Details brauchen. Das sind, wie gesagt, einmal hier die Oberseiten. Mache ich mal High Model an. Also wir haben nur hier die Details drauf, deswegen brauchen wir eigentlich nur die Flächen, die hochdetailliert sein müssen. Das mache ich einmal, ich wähle einmal dieses Objekt an, das ist unser Hauptobjekt, setze die mal hier rüber. Die brauchen nicht so viel Platz, deswegen scale ich die mal ein bisschen kleiner. Gehe auf UV Pack Master 2, auf das Add-on, das eigentlich sehr, sehr gut ist. Kannst du dir auch mal anschauen. Ich mache das nur, gehe das nur jetzt schnell durch. Wir brauchen einmal Fix Scale und einmal Lock Overlapping. Hauptsächlich aber jetzt gerade nur Fix Scale. Den Fix Scale, den benutzen wir hauptsächlich, um die Objekte auf dieser Größe zu belassen. Und daraufhin berechnet er die Map. Das hier scale ich ein bisschen größer. Nicht zu groß, weil es soll ja hier auch noch Platz haben. Wähle alles an, gehe auf Fix Scale und auf Pack. Und schon war's das. Platz hat er genug. Gehen mal alle auf Overlap Check. Kein Overlapping, perfekt. Theoretisch können wir noch ein bisschen größer skalieren. Packen wir nochmal. Ja, hier bekommt er jetzt Probleme. Siehst du? Deswegen wir mal ein bisschen kleiner nochmal. Nochmal Pack. Da hat Overlapping drin. Nochmal ein bisschen kleiner. So, no overlapping und jetzt passt's. So, sehr gut. Mit dem Objekt, so kannst du jetzt, beziehungsweise mit dem Objekt kannst du jetzt in Marmoset Toolbag weitermachen und in Substance Painter. Ich werde später darauf zurückkommen, wenn wir die restlichen Objekte modelliert haben. Und im nächsten Video gehen wir dann mit dem nächsten Objekt weiter. Ach, jetzt habe ich es schön hier reingemacht. schauen wir mal, was das nächste Objekt ist. Und zwar, bin ich jetzt in Local drin gewesen oder nicht? Ich mache da mal zu. Hier gehe ich wieder auf Normalen. Und dann Referenz an. Okay, ja, passt. Dieses Objekt, das haben wir fertig gemacht. Also die machen wir mal alle weg. So. Das, ja gut, das grabben wir mal irgendwo auf die Seite. Das heile ich jetzt auch. Mit dem nächsten, glaube ich, werde ich das machen. Also im nächsten Video werden wir das anfangen. Ja, das ist schon ein bisschen anspruchsvoller. Auch hin von der Schrift her. Ja, das werden wir dann machen. Gut, aber bevor wir jetzt abschließen, nochmal kurz alles an einblenden, also das High und das Low. Wir wählen alles an, bis auf die natürlich die Referenz, die brauchen wir nicht. Wir wählen alles an, gehen in den Edit Mode, mal schauen, ob ich das überhaupt kann, weil wir ja beim, wir haben ja da der Mirror Modifier drin, vermutlich geht es dann nicht. Ja, das geht dann nicht. Ne, egal, dann haben wir halt ein kleines Overlapping drin. Also, was ich eben sagen wollte, weil sonst müssen wir beim High-Poly-Modell jetzt den Mirror-Modifier applyen. Ich wollte einfach alles ein bisschen hochgrabben, dass es hier nicht auf dem Nullpunkt ist, sonst wird es uns dann irgendwann stören. Ne, egal. Wir machen das jetzt trotzdem. Ich kann mich einfach nicht entscheiden. Wir applyen mal den Mirror-Modifier auf allen unseren Objekten. Also wir haben ja noch das High-Poly-Modell, wo noch der Mirror-Modifier drin ist. Da haben wir gar nichts. Jetzt machen wir, also jetzt haben wir einmal High Poly angewählt, einmal Low Poly angewählt, wählen alles an und gehen in den Edit Mode. So, ich gehe auf den Medium Point und grab das Ganze mal ein bisschen weiter hoch, damit es nicht im Weg ist. So, perfekt. Der Grund ist, warum ich das im High und in Low so gemacht habe, weil die Punkte, beziehungsweise die zwei Objekte, die müssen 1 zu 1 aufeinander liegen, sonst bekommen wir eben später beim Bake Probleme. So, dann haben wir das ein bisschen hochgesetzt und im nächsten Video werden wir dann dieses Objekt anfangen.